Ich hätte das Paket nie annehmen dürfen. Ich bin doch kein Drogendealer, das schwöre ich, Dad. Du glaubst mir doch, oder? Natürlich glaube ich dir. In Snitch, ein riskanter Deal, überzeugt Actionstar Dwayne Johnson als besorgter Vater, der für die Freiheit seines Sohnes alles riskiert. Wenn man die Story von Snitch zum ersten Mal hört, klingt sie weit hergeholt. Doch sie beruht auf Tatsachen. Und das ist schockierend. Ich verspreche dir, ich werde dich hier rausholen. Ich war schon immer von Filmen fasziniert, die von wahren Ereignissen inspiriert sind. Oder von Geschichten, die wirklich passiert sind. In diesem Fall waren die Umstände einfach unglaublich. Das Unheil nimmt seinen Lauf, als der 18-jährige Jason Besuch von der Polizei bekommt. Kurz zuvor hat er ein Paket mit brisantem Inhalt entgegengenommen. Jason trifft eine Entscheidung, die er später bereut. Ein Freund schickt ihm ein Paket voller Ecstasy-Pillen nach Hause. Er öffnet es und wird festgenommen. Der Junge macht einen Fehler und gerät in eine Situation, die sein ganzes Leben ruinieren könnte. Der Film bietet großartige Action. Aber was Snitch von herkömmlichen Actionfilmen unterscheidet, sind seine mitfühlenden Charaktere und die Realitätsnähe. Auf den Boden! Runter! Los! Snitch zielt in erster Linie auf die dramatischen Auswirkungen des Gesetzes für Mindesthaftstrafen bei Drogenbesitz, das seit 1989 in den USA gilt. Die Gesetze, die das Mindeststrafmaß regeln, sind simpel. Die Länge der Haftstrafe ist abhängig von der Menge der Drogen. Es gibt keine mildernden Umstände. Was bedeutet das? Jason muss mit einer Haftstrafe von mindestens 10 Jahren rechnen. 10 Jahre? Sind Sie völlig verrückt? Er wurde gerade erst am College angenommen. John, du musst was unternehmen. Ich hatte keine Ahnung, dass, wenn dein 18-jähriger Sohn einen Fehler wie diesen begeht und im Besitz einer so großen Menge von Drogen ist, er mit einer höheren Haftstrafe rechnen muss als ein Vergewaltiger. Die Vereinigten Staaten gegen Jason Collins. Ich bin überzeugt von den Gesetzen für Mindesthaftstrafen. Bitte, ich will nur meinem Sohn helfen. John braucht ihre Hilfe. Sie muss sich einschalten, damit sein Sohn früher rauskommt als die 15 bis 20 Jahre, die er absitzen soll. Ihr Sohn muss uns helfen, jemanden festzunehmen, sonst können wir seine Haftstrafe nicht reduzieren. Ich soll jemanden verraten? Das mache ich nicht. Dieser Mann, ein ganz normaler Durchschnittstyp, lässt sich auf einen riskanten Deal mit der Staatsanwältin ein. Und wenn ich das für ihn mache? Was? Wenn ich ihnen helfe, jemanden zu verhaften? Es gibt nur eine Chance, die Strafe zu reduzieren, einen anderen Kriminellen zu verpfeifen. Aber dieser Junge weigert sich, also bietet sein Vater an, jemanden hochzunehmen, um das Strafmaß für seinen Sohn zu reduzieren. Das ist der Deal. Bei uns in der Firma arbeiten oft Ex-Häftlinge, die mit Drogen zu tun hatten. Vielleicht hat da jemand Kontakte. Ich bin gerade dabei, mein Leben zu regeln, okay? Und das tue ich für meine Familie. Ich will nur, dass sie mich mit ein paar Leuten zusammenbringen. Ich habe sofort eine starke Verbindung zu meiner Rolle gespürt. Die Geschichte bewegt und inspiriert mich. Denn ich würde auch alles tun, um mein Kind zu beschützen. Was willst du? Koks. Koks ist für einen Arsch, Mann. Also, was willst du, Alter? Dann suche ich mir einen anderen. Ich denke, John hat die besten Absichten. Er ist ein guter Kerl. Mit ihm können sich die Zuschauer identifizieren. Auch wenn es schwer zu glauben ist, dass Dwayne Johnson sich eine Portion Prügel abholt, ist er doch sehr glaubwürdig in dieser Rolle. Wir sollten dem Mixer die Karre abziehen. Was glaubst du, wer du bist, Mann? Dwayne war eine naheliegende Wahl für uns. Schon allein, weil er Kultstatus besitzt. Er ist ein fantastischer Schauspieler, der in Snitch einen typischen Amerikaner verkörpert. Das ist eine Seltenheit. Dwayne und ich wollten unbedingt zusammenarbeiten und so entstand die Idee, das Genre auf den Kopf zu stellen und diese Rolle mit einem der stärksten Männer auf diesem Planeten zu besetzen. Dwayne The Rock Johnson. Im Kern geht es um einen Vater, der alles tut, um seinen Sohn aus dem Gefängnis zu holen. 20 Riesen! Ich verdopple den Einsatz für Ihr Risiko. Na, dann lass doch mal hören, was sich hier in meine Hütte getrieben hat. Ich arbeite in der Baubranche. Momentan läuft es nicht so gut. Also, wenn Sie Transportmöglichkeiten suchen, könnte ich Ihnen meine Hilfe anbieten. Sieht aus, als wären wir im Geschäft. Es kommt nicht darauf an, wie groß und stark er ist. Es geht um einen Mann mit dem Herz eines Löwen.
Es geht um einen ganz gewöhnlichen Mann in einer außergewöhnlichen Situation. Er muss handeln. Für seinen Sohn. Diese verfluchten Schweine! Die Vorstellung, dass jemand so etwas riskiert, ist unglaublich. Aber nicht nur das, er setzt seine ganze Familie aufs Spiel. Denn ihm wird irgendwann bewusst, dass er vielleicht nicht zurückkommt, dass er sterben könnte. Das ist schon absolut erstaunlich. Wie reagiert jemand, der so einer Gefahr ausgesetzt ist? Solchen Widrigkeiten. Wir wollten mit etwas Ironie die wahre Stärke von Dwaynes Figur ausfindig machen. John, was hast du vor? Es ist die Tatsache, dass er bereit ist, jedes Hindernis in seinem Leben zu überwinden. Shit! Dein Fahrer hat keine Nerven gezeigt. Das sollten wir ausnutzen. Weißt du überhaupt, mit wem wir es hier zu tun haben? Wer ist das? Er heißt Carlos Pantera. Sie nennen ihn den Maulwurf. El Topo. Er war früher in der mexikanischen Armee und leitet jetzt diese Region für das Nuevo León-Kartell. Pantera festzusetzen wäre ein schwerer Schlag für das Kartell. Was hat er über den Transport gesagt? Sie benutzt ihn für ihre politischen Spielchen. Und sie will natürlich die Leute hochnehmen, an denen sie dran sind. Tja, ich habe wieder eine Lieferung. Und die soll ich nach Mexiko bringen. Sie sollen sie nach Mexiko bringen? Was ist? Das bedeutet, dass sie dieses Mal Geld für die transportieren. John hat eine Mission zu erfüllen, aber niemand kennt die ganze Wahrheit. Jeder schützt nur seine eigenen Interessen. El Topo ist definitiv ein paar Nummern zu groß für ihn. Es hat Spaß gemacht, diese Frau zu spielen, die nur wenig Einfühlungsvermögen besitzt. Sie ist sehr ehrgeizig, kandidiert für den Senat und sie benutzt Menschen, nur um das zu bekommen, was sie will. Ausgeschlossen, dass El Topo bei der Geldübergabe dabei ist. Selbst wenn wir ihn nicht schnappen sollten. Sie wissen doch, wie das funktioniert. Wenn man den Drogen folgt, kriegt man den Bauern. Wenn man dem Geld folgt, führt einem das zu. Aber Sie wissen auch, dass er nie mehr zurückkommt, wenn er diese Grenze überquert. Können Sie damit leben? Man macht keine Filme, um den Zuschauern zu sagen, was sie denken sollen, aber oft fehlen ihnen zu bestimmten Themen die Informationen. Doch Filme können zum Nachdenken animieren oder wie hier die Frage stellen, was, wenn es mein Kind wäre? Arbeiten Sie für uns, dann gehören Sie zur Familie. Das betrifft natürlich auch Ihre Frau und Ihr Kind. Das ist der letzte Job. Wenn Sie den zu Ende bringen, wird der Richter Ihren Sohn sofort freilassen. Wir müssen uns wirklich fragen, was bei uns los ist, wenn ein Mann sich dazu gezwungen sieht, so etwas zu tun wie in Snatch. Wenn man mit Verrat ein Netz von Lügen spinnen kann, das ganze Familien in Gefahr bringt. Du hast einen Deal mit den Bullen, Mann. Was glaubst du, was passiert, wenn das Kartell mitkriegt, dass du ein Informant bist? Dann machen die unsere Familien fertig, John. Dwayne wird mit einer Situation konfrontiert, die selbst für ihn eine Nummer zu groß ist. Hier ist er kein typischer Actionheld und das ist auch für die Zuschauer neu und spannend. This is where I might say maybe not do the stunt truck, so I'm shooting from the other side of seeing the window break. Mein Mantra ist Glaubwürdigkeit. Das ist mein Ziel. Ich möchte Filme machen, die die Zuschauer in meine Welt hineinziehen. Rick ist großartig. Er war früher Stuntman und kommt aus einer sehr berühmten Stuntman-Familie in Hollywood. Und natürlich wollte er sicherstellen, dass die Action-Elemente der Story echt wirken und knallhart. Weil Rick sich so fantastisch mit Stunts auskennt, bekommt er die Besten der Besten. Die besten Stuntfahrer, die besten Experten für Explosionen, all die Jungs, die hier mit uns gearbeitet haben. Er hat sich buchstäblich an den Kühlergrill meines Sattelschleppers anketten lassen, mit dem ich dann mit Tempo 120 den Highway runtergebrettert bin. Und er bediente dabei selbst die Kamera. Dafür muss man schon etwas verrückt sein. Als Stuntman muss man alles geben, und das hat er getan. Ich verehre diesen Mann, er ist toll. Er ist ein Verfechter von Authentizität. Er wollte zum Kern der Sache vordringen. Zur Frage, was es für die Figuren bedeutet, das alles durchzumachen.
Es ist ein großartiger Film mit Action und Spannung, aber ich will, dass die Zuschauer auch die Story glauben. Wenn ich das jetzt nicht mache, muss Jason für die nächsten 10 Jahre seines Lebens ins Gefängnis. Und wenn du das nicht überlebst? Snitch ist ein rasanter Action-Trip, aber auch ein Film mit starken Darstellern und sozialem Gewissen. Die Handlanger reichen uns nicht. Wir wollen den Boss. Sie wissen, dieser Job ist ein Todeskommando. Hey John, bist du sicher, dass du das hinkriegst? Ganz sicher. Snitch, ein riskanter Deal. Ab 6. Juni im Kino.